Bald geht es wieder los. Die internationale Kinderbuchausstellung lädt alle kleinen Leserinnen und Leser in die Welt der Literatur ein. In diesem Jahr steht die Ausstellung unter dem Motto Ikibu, von Natur aus schön. Und der Name lässt schon erahnen, worum es geht. Denn in diesem Jahr widmet sich die Ikibu der Schönheit der Natur. Egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Und wie es sich für die Kinderbuchausstellung gehört, bietet sie auch dieses Mal wieder ein buntes Rahmenprogramm. Von Musik über Workshops bis hin zum Kindertheater dürfte wohl wieder für jeden und jede etwas dabei sein. Aber egal welche Veranstaltung, eines haben sie alle gemeinsam: Sie sollen Kinder für die Themen rund um Umwelt und Natur begeistern und sie dazu ermutigen, sich für den Erhalt der Umwelt einzusetzen. Wie vielfältig und interessant die Natur sein kann, das zeigt besonders der große Aktionstag im Stadtfenster zum Abschluss der Ikibu. Hier können sich die Kinder selbst im Upcycling probieren, also aus alten Kleidungsstücken neue anfertigen. Oder mit all ihren Sinnen den Wald erleben, und zwar mitten in der Stadtbibliothek. Es gibt also viel zu tun und viel zu erleben. Für alle Leseratten und Naturbegeisterten dürfte die diesjährige Ikibu also definitiv einen Besuch wert sein. Und was es noch auf der Ikibu in diesem Jahr zu erleben gibt, darüber wollen wir jetzt noch etwas genauer sprechen und dürfen dafür Jens Holthoff bei uns im Studio begrüßen. Er ist der Leiter der Kinder- und Jugendbibliothek und Koordinator der Ikibu. Wir haben uns aufs Du geeinigt, deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jens. Ja, danke für die Einladung. Ikibu steht in diesem Jahr unter dem Motto Ikibu, von Natur aus schön. Natur, da liegt natürlich der Schluss nahe, okay, es geht auch irgendwie um Naturwissenschaften, gleichzeitig um natürlich Literatur. Und ihr habt wirklich auch in diesem Jahr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, oder? Genau, also das Motto haben wir ja jedes Jahr, von Natur aus schön, bezieht sich auf das Thema Umwelt und Natur. Ich denke, damit sind wir sehr aktuell. Und es geht in der Tat darum, die Kinder eben mit diesem Thema von der Literatur aus abzuholen, die Schönheit der Natur, und das auf der einen Seite mit der erzählenden Kinderliteratur, da haben wir wunderbare Autoren, Autorinnen dabei, und eben auch mit Kindersachbüchern. Denn auch das ist in der Leseförderung sehr wichtig, sie mit Sachthemen abzuholen. Und auch da haben wir dann Wissenschaftler dabei, die das sicherlich auch sehr spannend machen werden. Du hast jetzt auch die erzählende Literatur angesprochen, und das ist, kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, auch ein absolutes Highlight der diesjährigen Ikibu. Denn Martin Baltscheid, Geschichtenerzähler und Illustrator, ist wichtiger Teil der Ikibu, und er hat was ganz Besonderes mit den kleinen Leserinnen und Lesern vor, richtig? Genau, Martin Baltscheid aus Düsseldorf, ein sehr renommierter Kinderbuchautor, hat auch den Kinderbuchpreis NRW vor vielen Jahren bekommen, auch bei uns auf der Ikibu. Hm. Ja, wir haben ihn gewinnen können für ganz besondere Aktionen, also neben seinen hervorragenden Lesungen und sehr schönen Ausstellungen, die wir zeigen werden, hat er schon bereits vor der Ikibu mit zwei Schulklassen in Duisburg gearbeitet, hat mit den Kindern gelesen, hat eine Malwerkstatt mit den Kindern gemacht, mit zwei Schulklassen. Und auf dieser Grundlage sind zwei wunderbare, ja, literarische Wandbilder, mobile Wandbilder entstanden, und die werden wir feierlich sozusagen enthüllen im Rahmen der Ikibu nachmittags an zwei Bibliotheksstandorten. Und diese Wandbilder werden dann auch nach der Ikibu irgendwann in diese beiden Schulen gehen und werden da dann hoffentlich einen schönen Platz finden. Das heißt, Wandbilder, nur mal das nochmal kurz zu klären, das sind also dann wirklich richtig große Bilder, also auch von den Dimensionen her groß. Ja, es sind also keine klassischen Wandbilder im Sinne von, dass Martin auf Wände gegangen ist. Mhm. Wir wollten es ja mobil halten. Mhm. Er ist auf Leinwände, auf große Leinwände gegangen, die miteinander verknüpft worden sind, also wie ein Mosaik sozusagen. Und dadurch sind dann große mobile Wandbilder entstanden, die dann hinterher eben auch wieder den Standort wechseln können. Martin Baltscheid, Kinderbuchpreisgewinner, du hast es angesprochen, und auch der Kinderbuchpreis NRW feiert sein Comeback, und das auch noch zur Eröffnung der Ikibu in diesem Jahr. Genau, bis 2012 hatten wir alle zwei Jahre die Verleihung des Kinderbuchpreis NRW im Rahmen der Ikibu bei uns. Jetzt erstmalig wieder, was uns sehr freut. Und mit dieser Kinderbuchpreisverleihung durch die Ministerin werden wir dann am Montag, also am 20. November, auch die Ikibu eröffnen. Das wird eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben ein Literaturprojekt gerade in Arbeit. Das heißt, das Buch, was den Kinderbuchpreis erhalten hat in diesem Jahr, wird szenisch umgesetzt von einem Schauspieler und einer Schülergruppe. Und ich glaube, es wird auch ein ganz spannendes Projekt. Das Programm zieht sich dann auch so quasi über die verschiedenen Tage hinweg. Und da gibt es dann verschiedene Lesungen. Es gibt aber auch Musik und Schauspiel, oder?
Ja, Ikibu ist ja immer eine Lesewoche. Das ist ja sozusagen der wichtigste Bestandteil. Wir haben 40 Lesungen an den 5 Vormittagen von Montag bis Freitag. Insgesamt sind es rund 80 Veranstaltungen. Es gibt also ein schönes, buntes Rahmenprogramm wieder jeden Nachmittag und eben dann auch am Samstag. Und da mündet es dann in den großen Aktions- und Familientag ein. Genau, das ist wirklich auch nochmal ein Highlight. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dann im Stadtfenster. Und da habe ich gelesen, kommt der Wald in die Bibliothek? Wie funktioniert das? Ja, genau. Wir haben eine spannende Kooperation mit unserem Stadtförster eingegangen. Und er hat einen Erlebnisparcours vorbereitet. Herr Jeschke macht ja wunderbare Waldführungen, auch mit Schulklassen. Und das können wir natürlich nicht in die Ikibu integrieren. Aber wir holen den Wald ein Stück weit in die Bibliothek hinein. Wir werden Bäume da haben, wir werden Pflanzen da haben. Und dann gibt es Erlebnisstationen. Und da können die Kinder dann durchgehen und sich so an einer Rallye beteiligen. Und ich glaube, es wird auch sehr spannend, sehr bunt werden und auch grün werden sicherlich. Es hört sich auf jeden Fall sehr abenteuerlich an, aber das war jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Am Aktionstag gibt es wirklich noch viel mehr, was das Programm angeht. Wenn man jetzt mitmachen möchte, wenn man dabei sein möchte, muss ich mich vorher anmelden oder kann ich dann einfach so vorbeikommen? Genau, das sieht so aus, dass die Schulklassen, also die Schulen und die Kindergärten sich für das Vormittagsprogramm per E-Mail bei uns anmelden müssen. Da ist der Anmeldebeginn jetzt nach den Herbstferien, nächste Woche Dienstag ab 7 Uhr morgens. Sozusagen ist der Kanal frei, damit sich Kindergärten und Schulen anmelden können. Und dann fürs Rahmenprogramm gibt es einige wenige Veranstaltungen, wo Eltern und Kinder sich eben auch anmelden müssen. Ganz vieles ist aber auch frei, offen zugänglich, insbesondere an dem Aktionstag, da kann man so spontan hinkommen und hat dann eine Menge zu erleben in der Bibliothek. Das ganze Programm, das findet man dann auch nochmal auf www.ikibu.de. Da kriegt man dann alle Informationen für die gesamte Ikibu. Es gibt also viel zu erleben. Jens, ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst und uns einen kleinen Vorgeschmack gegeben hast. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.